Nach diesem Video wirst du deine Effektivität um ein Vielfaches gesteigert haben. Du wirst Geld gespart haben und du wirst Aufgaben, die du schon lange vor dir her schiebst, auf eine etwas andere Art und Weise erledigen, sodass sie ihren Zweck erfüllen, dir aber nicht unnötig viel Zeit wegnehmen. Krasser Cliffhanger, ich weiß, ich bin mir dessen bewusst. Ich versichere dir, du bist nicht enttäuscht. Mein Name ist Marwan von der Finding Freelancing Beratung. Ich helfe digitalen und kreativen Freelancern dabei, Business Skills zu lernen, selbst Kunden zu gewinnen, auf Augenhöhe mit Kunden zu kommunizieren und höhere Preise für ihre Dienstleistungen verlangen zu können. Lass uns starten mit diesem Video. Und das Video lautet: Was ist das Filetstück deiner Aufgabe? Das Filetstück Aufgabe, was meint er, was redet er mit? Was meine ich damit? Jede Aufgabe, die du vor dir hast, jede Sache, die dir in den Sinn kommt als Freelancer, wir haben tausend von Projekten, oh, ich muss meine Website endlich wieder neu machen, ich habe Lust, diese Sache für Bestandskunden zu etablieren, ich möchte gerne meinen Bestandskunden an Weihnachten ein bestimmtes Paket immer zusenden, das muss alles super gut sein und. Jede Aufgabe, die du vor dir hast, entspringt aus einem Initialwunsch, aus einer bestimmten Sache, die diesen Wunsch ausgelöst hat. Und wenn du genau schaust, woraus es entspringt und dich präzise fragst, was deine Absicht mit dieser Aufgabe ist, kannst du ganz anders an die Aufgabe herangehen. Das heißt, ich nenne dir ein Beispiel und auch die Idee, wie ich auf dieses Video gekommen bin. Einer meiner Kunden, schon seit ein paar Monaten, ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen, hat in einem Call mit mir gesagt, hey Marwan, ich möchte gerne meine Website nochmal überarbeiten und ich plane das gerade abzugeben und wir haben es geschafft, dass er jetzt einen etwas größeren Auftrag bekommen hat und dann kommt natürlich, ja, ich möchte wieder investieren und ich möchte gerne meine Website wieder neu machen. Und er meinte, ja, ich möchte gerne jemanden engagieren. Ich kann vielleicht ein paar tausend Euro dafür ausgeben. Und ich habe gefragt, warum möchtest du deine Website mal machen? Ja, irgendwie bin ich nicht so zufrieden. Ich so, warum bist du nicht so zufrieden? Ja, ich möchte gerne mehr darstellen, was jemand davon hat, wenn er mit mir zusammenarbeitet. Ich meinte, okay, und wie würde das aussehen, wenn du das machst? Ja, ich würde die Punkte runterschreiben, das würde ich dann im Designer briefen, dann würden wir das Konzept. Ich meinte, okay, und was wäre, wenn du dich einfach hinsetzt für eine Stunde, über die Punkte genau brainstormst, die mit dem Ist-Stand abgleichst und die Punkte einfach selbst, so wie es jetzt ist, einfließt. Er war kurz still und dachte, ja, okay, stimmt, kann ich eigentlich auch machen. Das heißt, seine Intention, diese Alleinstellungsmerkmale von ihm vernünftig darzustellen, hat dazu geführt, dass er eine komplette Website wollte. Er meinte, ja, ich könnte das alles ein bisschen wieder neu machen und. Was er dann im Kopf hatte, war dieses komplette Projekt neue Website machen. Dabei war der Hauptpain, der Hauptpunkt seines ganzen Unterfangens, war die Darstellung der Punkte. Und das war sein Problem. Und das heißt, das Projekt war nicht mehr entweder komplette Website machen oder gar nichts machen, sondern hey, was ist, wenn ich das Filetstück aus dieser Aufgabe nehme? Und ich nenne das Video bewusst Filetstück, weil es heißt, was ist der wichtigste Teil dieser Aufgabe? Das Filetstück ist ja immer das zarteste Fleisch an einem Tier. Und das heißt, was ist, wenn du das ganz überschüssige Fett, alles, die ganze Knochen, alles von der Aufgabe weglässt und nur dich aufs Filet fokussierst? Du kannst dann mit einem minimalen Zeiteinsatz das meiste aus der Aufgabe bekommen. Das Beste, den wertvollsten Part. Ein Beispiel von mir vor eineinhalb Monaten dachte ich, oh, ich muss meine Website komplett neu machen, das soll anders wirken, die finding-freelancing.de, es soll total cool und abgespaced wirken, ich will wirklich next level, ich habe ja vorher Webdesign gemacht und kann ich auch alles machen, das wäre so ein Zeitaufwand für mich gewesen. Dann dachte ich, oh, ich gebe das ab, ich engagiere einen Designer und dann dachte ich, stopp mal, woher kommt dieser Wunsch, dass du das neu machen möchtest? Und ich habe gemerkt, dass ein Kunde mir geschrieben hat, hey, ja, ich würde hier gerne mit dir zusammenarbeiten, aber ich weiß nicht, ich habe noch keinen gesehen, der das bisher gemacht hat. Und ich hatte halt bereits Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich bereits Erfolge hatte und dachte, ah, das war dein Hauptziel eigentlich. Du wolltest Testimonials auf deiner Website haben. Wie würde der einfache Weg aussehen? Frag einfach deinen Kunden,
deine Kunden nach Testimonials und lade sie hoch. Timeboxe die Aufgabe in 2-3 Stunden und sag, okay, du verbringst nicht mehr als 2 Stunden damit. Was habe ich gemacht? Kurz habe nach Testimonials gefragt, die Testimonials hochgeladen, waren da. Und der Need, eine komplette Website zu machen, war gar nicht mehr da, weil ich die Hauptaufgabe erfüllt habe, Testimonials, Trust generieren auf meiner Webseite. Das heißt, was du häufig vor dir hast, ist immer so ein komplettes, komplexes Projekt. Ich muss das alles machen, das muss perfekt sein. Und ja, der Perfektionismus spielt da auch mit ein. Frage dich immer, aus welchem Samen, aus welcher Saat diese komplette Aufgabenstellung und diese komplette Idee zur Aufgabenerstellung entsprungen ist. Und wie kannst du das viel schneller und viel effektiver machen? Denn in der Regel als Freelancer und als Selbstständiger bist du eine One-Woman- oder One-Man-Show. Und da gilt es, mit deiner Zeit zu haushalten. Da gilt es, dich auf die wirklich effektiven Treiber deiner Selbstständigkeit zu fokussieren und dich nicht ständig in andere Projekte zu verlieren, sobald du vielleicht ein bisschen Geld verdient hast, wo du sagst, ja, ich möchte meine Website neu machen, ich möchte mein Logo neu machen, ich möchte das neu machen, ich muss meine komplette CI nochmal umändern. Frage dich immer, warum möchtest du das? Und welche Hauptteil würde den größten Nutzen trotzdem noch daraus bringen? Das kommt auch ein bisschen aus der digitalen Produktentwicklung, dieser MVP-Aspekt. Bevor man ein komplettes Produkt baut, wie könnte die wichtigste User-Journey für den User aussehen und wie könnte man das erstmal ganz rudimentär darstellen, ohne alle extra Funktionen, ohne alles drum und dran. Don't get me wrong, es gibt einen Zeit und Ort für visually pleasing, für Aesthetics, für wirklich over the top und sexy und Brand Awareness. In der Regel findet man sich als Freelancer noch nicht an dem Punkt, es sei denn, du sagst, hey, ich habe derzeit konstant 50.000, 20.000 an Einkommen monatlich, es läuft gut, ich verbringe damit vielleicht 20, 30 Stunden in der Woche und ich habe Bock, ich habe es verdient, aber das ist dann wiederum eine andere Absicht dahinter. Das machst du für dich, das gönnst du dir, aber das gehört nicht wirklich zum Business, Dinge on point haben, Kunden generieren, wirklich schauen, dass die ganze Maschinerie läuft, effizienter wird, effektiver wird. Deswegen frage dich, was ist das Filetstück meiner Aufgabe? In der Regel brauchst du einen Bruchteil, und das sind weniger als 10% der Zeit und der Ressourcen für ein Projekt, um 80% der Ergebnisse aus diesem Projekt zu erzielen, die du damit beabsichtigt hast. Also sei kritisch dir selbst gegenüber, stelle dir die Frage und freunde dich auch mit good enough an, anstatt es muss perfekt sein, denn dein Urteil über perfekt, besonders wenn es um ästhetische, um visuelle Dinge geht, wenn du Designer bist oder wenn du Programmierer bist, um eine super Architektur und irgendwie eine super Library, auf die jeder aufbauen kann, du hast eine andere Sicht darauf als deine potenziellen Kunden, für die es in erster Regel ist. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und du konntest was aus dem Video mitnehmen. Wenn du Lust hast, dass wir mal gemeinsam über deine Selbstständigkeit schauen, stelle mir gerne einen Termin rein. Ich habe hier unter dem Video einen Link, wenn du es auf YouTube schaust. Ansonsten schreib mir eine Nachricht, wenn du es auf Instagram siehst. Und da sprechen wir etwas über dein Business. Ich helfe Leuten mit der Family Freelancing Beratung, Selbstständigen, Freelancern in den digitalen kreativen Berufen dabei, aus der Froschperspektive rauszukommen, die Vogelperspektive einzunehmen und wirklich die Zusammenhänge zwischen Kundengewinnung, Angebot, Prozesse, Hebelmechanismen, sodass du dahin kommst, dass du sagst, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich mit 30 Stunden die Woche 10.000 Euro mache, oder ich bin an einem Punkt, wo ich jetzt einfach statt meine 70 Stunden Woche, die ich jetzt arbeite, wieder auf normale 40 Stunden oder vielleicht auf 30 Stunden, weil ich mehr Zeit für Familie haben möchte, weil ich mehr Zeit für andere Dinge haben möchte, zurückschrauben kann und mein Einkommensniveau halten kann. Lass uns gerne darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich dir direkt helfen kann, ob wir das direkt lösen können. Was ich aber garantieren kann, dass wir durch das Sparring und durch das Hin und Her Spielen von Ideen ein paar Ideen erzeugen, die du bisher wahrscheinlich noch nicht hattest und die dir helfen, mal auf andere Ideen zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn wir sprechen. Ich hoffe, du konntest dem Video was abgewinnen und sehe dich beim nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.